So, jetzt bleib du hinter mir stehen, ja? Sonst kannst du nichts sehen, okay? Nein, ich habe mir das Geräusch gehört. Hier fuhr wieder so LKWs her mit so komischen Dingern hier. Mhm. Weißt du doch. Ich meine, die war doch eine Hauptstraße. Achso, ja, meine ich ja. Komm ich hin. Das ist der Zit, das ist glaube ich der. Aha. Ja, pass jetzt auf die Brötchen auf, wenn ich hier stehe. Ich gucke so. Dankeschön. Die gehen schnell braun. Weißt du die Uhrzeit? Ja, ja. Die werden schnell braun, deswegen, ja. Goldig. Aber als Einzige, was die Leute verstanden haben, ist, dass die das schon mit dem Datenschutz sagen, ne? Pass auf, keine Angst. Der Vogel, das ist ein Wanderfalko. Guck mal. Na komm, hab was für dich. Hey! Da, die Sonne. Nein, ach, das ist die Taube. Ich bin hier von der Taube drauf reingefallen. Nee, ne? Das ist, ey, der flog wie ein Wanderfalk. Da oben ist noch unsere Vieh. Das hier. Eine Taube, nicht schon wieder. Bitte. Entschuldige, Papa, ich konzentriere mich jetzt hier. Ich weiß aber auch, was da für Vögel rumfliegen, okay? Ja. Der Wanderfalke, dieser beigefarbene, der kommt auch noch, aber wenn es wärmer wird. Nee, da haben wir das schon gesehen, richtig? Mhm. Aber ja, und die zwei Mäusepusser sieht man auch nicht bei den Schwarzen, Gott sei Dank auch. Will ich gar nicht begegnen. Guck, ganz böse. Also die Hummel ist nicht mehr hier. Nein, bitte, bitte nicht. Da war wieder eine Krähe. Oh, ich habe keine Ruhe mehr, weißt du das? Da flog gerade auch oben Vogel her. Was war das für? Nein, da oben flog gerade. Ich habe die Ohrstöpsel sind noch kaputt. Einer ist weggekommen, weißt du doch. Ich konzentriere mich schon drauf. Aber wenn hier die Viecher vorbeifliegen, kriege ich Angst. Nein. Was holt denn da oben für ein Vogel daher? Eine Krähe oder eine Taube? Das war weiter oben war noch ein schwarzer Vogel hergeflogen. Siehst du, wenn die hier ganz nah vorbeifliegen, die können sogar in die Telefone wegschlagen. Nein, wenn du denen nicht siehst, dann sind die auch nichts. Ich dachte, jeder Vogel ist. Ja, das ist die Baustelle da unten. Ja. Weißt du noch, dieses mit dem Bär, was wir früher gespielt haben, ein Kazooie? Ja. Ich hoffe, du machst ihn nicht falsch. Ich hab's ja schon falsch gemacht, leider. Echt, ey. Stan ist auch kein Vogel, man muss anscheißen. Ach, daran, ja, da vorne, da die Bäume ja weißt, dauert ja, bis die hochkommt. Nee, da ist sie doch schon. Nee, die nee. Nicht mehr so knallen, der Griff ist schon mal. Entschuldigung, ich hab die nicht geknallt. Ich schwör's, Baba, bitte. Gibt es hier nur noch Probleme bei dir im Haushalt, nein, was ich mache? Weil ich muss nämlich die ganze Glasscheibe abbauen von innen. Ja, da bist du halt einen neuen Ofen kaufen lassen, ne? Nee, da braucht man die Griff festgeschraubt werden. Ja, da such dir einen Arbeiter, der es macht. Ich kann es nicht. Ich auch nicht, dann habe ich hinterher zwei Scheiben dagegen. Wieso, wenn du schon sagst, im Keller sind zwei Roller? In der Keller liegen zwei Roller, hier sind auch schon zwei. Ne, mein Horrorboard, wenn ich das in den Keller abstelle, Fahrerkeller, haben wir schon zwei davor, hast du gesagt, ne? Ja, das, aber guck mal, der passt doch gut unter den Schreibtisch. Wir hatten gedacht, der wäre größer, ne? Aber guck mal, wie der unter den Schreibtisch passt, ganz gut. Da kann ich noch weiter reinschieben. Ey, soll ich das Teil noch weiter reinschieben, wenn ich über den Weg ist? Weil das ist schon selbst der Weg, ne? Aber ich fahre nicht unten vor der Haustür, weil da liegt so viel Hundescheiß und Abfall. Die Reifen werden dann dreckig und voll versaut. Teilweise liegt da auch Essen da auf dem Boden, ne? Mhm. Was die Leute aus sie verloren haben, ne? Mhm. Also heute, also ich habe es leider kurz erfahren, ich habe es aber vor einer Woche von mir selber schon gewusst gehabt, meine Mutter auch,
Weil wir nämlich an unserem Glastisch der Sahara-Sandstaub gesehen haben vor einer Woche. Es gab auch diesen Blutregen. Aber bei uns war kein Blutregen. Unser Regen war kristallklar gewesen. Habe ich ja auch euch gezeigt im Video. So, seit einer Woche haben wir jetzt Sahara-Sandstaubwetter. Seit Ende Februar, letzten Monat schon. Und ist niemand. Da hinten ist ein Arbeiter. Oh, es ist ein großer Bulli. Was ist denn da gearbeitet? Was wird denn da gearbeitet? Geschuft. Das sieht aus wie ein Fliesenleger, ne? Das ist ein Fliesenleger? Fliesenleger, ne? Ja, da kriegt einer neuen Fliesen an der Wand gestemmt oder aufgeschraubt, ne? Ach, das ist ein Container. Ja, heute wird, glaube ich, Spemmel abgeholt, oder? Nee. Spemmel? Nee, ne? Letztes war doch einer da, das ist wieder abgeholt worden. Ein Container. Nein, es ist die Hornhaut und meine Füße tun sehr weh. Hornhaut. So eine dicke Hornhaut schon. Ja, aber der Roller ist kaputt, der, du, diesen Diamantensteinroller, ne? Mhm. Braucht nur einen Walzen dafür, hier heißt ein Walzen. Oder Rollen. Das war der Türkennachbar, der hat jetzt die Kinder da abgeholt. Da muss ich mir den mal von Schuld besorgen. Verantwortungsvoll, ne? Nein, der Türkennachbar hat die Kinder da aus dem Rutschweiß auch was abgeholt. Er geht jetzt mit den Kindern zur Bushaltestelle, zur Sicherheit. Ja, Sicherheit geht vor, der denkt an die Sicherheit. Der Türkennachbar, ne? Ja. Der Teenager. Mhm. Das war der. Das war kein aus dem Rutschweiß-Hochhaus. Ja. Der hat nämlich die Kinder extra da abgeholt. Und im Rutschweiß-Hochhaus, damit er sich Sicherheit sicher zum Bus bringt, weil es ist ja überall wieder Streik. Und die Kinder haben schon genug Ärger, weil hier dauert Hundescheiße Licht, weil sie dreckig werden, weil die kriegen immer einen Anschiss von den Eltern. Das ist nicht schön. Wie würdest du dich fühlen? Du würdest dich auf der Wiese spielen? Und da kriegst du Ärger, weil da Hundescheiße drauf liegt? Nö. Das ist Hundescheiße Licht, ey. Muss immer weggemacht werden. Die armen Leute versauen sich schon, die Kinder. Hundescheiße. Ja. Muss einer telefonieren? Wo, weiß ich nicht. War doch kein Handwerker. Weggefallen, der Bulli. So, der Türken-Nachbar, der Teenager ist verantwortungsvoll, holt die Kinder da vom Rotschweiß noch was ab und dann bringt er sie zur Bushaltestelle zur Schule. Und dann fährt er mit demselben Bus zur Schule. Ist so verantwortungsvoll. Super. Der hat verstanden. Ja, also Sicherheit geht vor, weil es überall wieder der scheiß Bahnstreik, Busse, Bahnstreiken, überall rum, bis du geht nicht mehr, Arsch vorbei. Bus- und Bahnstreik, dann dies, das Streik. Dann ist auch beträchtlich, dass der Begleitperson dabei ist, schon leider weggefahren. Bei den Kindern, die morgen zur Schule zur Bushaltestelle laufen. Kleine Kinder, weil ich jetzt war. Keine, ja, ist irgendwann auf Teenager-Geschichte sind, dass sie auch zusammen in einen Kreis rumlaufen. Mindestens eine Gruppe. Bei der besten Gruppe drin bleibt, als wenn man nicht einzeln läuft. Es steht auch groß im Internet drin, dass die Eltern, also dass jetzt bei den Kindern immer eine Gleitperson dabei sind zum Bus müssen, zum Haltehäuschen. Dass sie immer, wie nennt sich das, dass da eine Gleitperson dabei ist, Begleitung dabei ist. Es wird auch angesagt im Internet, Kinder eine Begleitperson mit, wie das heißt. Und die Kinder sind verantwortungsvoll, alle im Verstand. Einmal eine Begleitperson dabei, dass nicht alleine zum Bus ein bisschen in Gefahren lauern. Weil wenn ein scheiß Streik
Auch wegen dem scheiß Streik schon allein, dieser Warnstreik oder Warnungsstreik da, dass sie nicht alleine zum Bus brauchen, ja, die Leute. Dass sie wenigstens Begleitpersonen haben. Wenigstens Begleitpersonen. Ja. Wenigstens Begleitpersonen haben. Begleit. Also scheiß Wahlstreik hier, weil Gott sei Dank. Die Teenager und Jugendlichen machen es richtig, die Kinder zum Bus begleiten, die machen alles richtig. Schön, Freitag, schönes Wochenende, gibt es einen sonnigen Start, da wird Sahara-Sandstaub.